Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Baustelleninformation Kompakt in 2021. Dieses Mal ist das östliche Ende der S5 zwischen Strausberg Nord und Strausberg betroffen. Hier müssen Gleise und Weichen erneuert werden. Vom 1. Oktober bis zum 15. November fahren zwischen Strausberg Nord und Strausberg keine S-Bahnen. Bis Mittwoch, den 6. Oktober um 1.30 Uhr fährt die S5 zwischen Strausberg und Friedrichsfelde Ost sowie zwischen Ostkreuz und Westkreuz. Während der restlichen Bauzeit verkehrt die S5 zwischen Strausberg und Westkreuz. Für den gesperrten Bereich zwischen Strausberg Nord und Strausberg wird Ersatzverkehr mit überwiegend barrierefreien Bussen angeboten. Vom 1. bis zum 18. Oktober fahren die Ersatzbusse der Linie S5 von Strausberg Nord über Strausberg Stadt mit Halt in der Philipp-Müller-Straße, der Bushaltestelle am Annatal als Halt für den S-Bahnhof Hegermühle zum S-Bahnhof Strausberg. Vom 18. bis zum 30. Oktober kann der Ersatzverkehr die Bushaltestelle am Annatal wegen Straßenbauarbeiten nicht bedienen. Die Busse fahren deshalb in dieser Zeit von Strausberg Nord über den Halt in der Philipp-Müller-Straße in Strausberg-Stadt direkt nach Strausberg. Bitte beachten Sie die vertauschten Abfahrtshaltestellen in der Philipp-Müller-Straße im Gegensatz zur Bauphase 1. Bitte benutzen Sie in dieser Zeit auch die Tram der Linie 89 vom S-Bahnhof Strausberg über am Stadtwald in der Nähe des S-Bahnhofs Hegemühle nach Strausberg-Stadt. Die Linie wird zeitweise verstärkt. In den Nachtzeiten, in denen die Tram nicht verkehrt, wird hier ein separater Ersatzbus S5B zwischen den Stationen am Annatal und Strausberg eingesetzt. Vom 30. Oktober bis zum 15. November fährt der Ersatzbus der Linie S5 dann wieder von Strausberg Nord über Strausberg Stadt mit Halt in der Philipp-Müller-Straße, der Bushaltestelle am Annatal, als Halt für den S-Bahnhof Hegermühle zum S-Bahnhof Strausberg. Der Weg vom S-Bahnhofgleis zur Haltestelle des Ersatzverkehrs am S-Bahnhof Strausberg ist entsprechend gekennzeichnet und barrierefrei. Nutzen Sie bitte unbedingt auch die Fahrplanauskunft für Ihre beste Verbindung, entweder im Internet oder mit der jeweiligen App.